Hallo, ja, für das heutige Video benötige ich Erdnussbutter und Erdbeermarmelade. Warum? Erzähle ich gleich. Der Grund für diese kurze Reise ist, ich habe Besuch. Um genau zu sein, Besuch aus Bayern, um noch genauer zu sein, aus München. Denn der Gennaro von Gennaro Camper ist hier in der Gegend auf Durchreise und haben uns getroffen. Also gestern schon beim Griechen. Ich hatte übrigens so eine Suppe, was eigentlich Auflauf war und Uso zum Runterspülen. Und heute, am Folgetag, am Sonntag, um genau zu sein, ich bin heute sehr genau, treffe ich mich mit ihm und Anhang auf dem Campingplatz, weil er heißt ja nicht ohne Grund Gennaro Camper. Und dann essen wir Frühstück. Deswegen auch die Marmelade. Bin gespannt. Ich habe gesagt um 9. Wir haben es noch nicht ganz 9. Und da ich immer pünktlich sein will, laufe ich hier noch ein bisschen rum und gucke mir den Campingplatz mal ein bisschen an. So, hier ist heute Kinderflohmarkt. Da darf man R. Kelly oder P. Diddy natürlich nichts von erzählen. Der hat mich gerade begrüßt, der Hahn. Sag mal was. Ja, spricht nicht mit jedem. Also Hühner gibt es ja auch. Nicht schlecht. Ich war ja noch nie auf dem Campingplatz. So, ich bin da. So, das ist das, was ich immer wollte. Irgendwo sitzen und frühstücken. Ich habe es nie geschafft. Und ein bayerisches Brot dazu? Wir haben da drin gewechselt wegen den ganzen Bienen. Also mir gefällt das hier super drin. Ich kann hier sitzen. Wir können hier sitzen, zu dritt, an dem Tisch. Und das macht Spaß. Vielleicht kann man doch noch mal irgendwann überlegen, sich da noch mal ein Auto zu kaufen. Aber kein großes, vielleicht was Kleines. Ich würde sagen, wenn du zum Beispiel dich umguckst im Kastenwagenbereich nach einem Caddy oder nach einem Ford Connect, die gibt es ja ganz tolle Geschichten, da kann man noch mal was draus machen, muss ja kein neues Auto sein, kann ja irgendwie was Gebrauchtes sein. Wichtig ist, dass du hinten Platz hast, dass du drin in der Länge schlafen kannst, dass du einfach mit einfachen Handgriffen den Wagen umklappen kannst, dass du den Wohnbereich hinten schaffen kannst, dass ein bisschen durch Fenster Licht reinkommt, also die Kasten, wegen die zum Beispiel geschlossen sind, wo du irgendwie gar nicht irgendwie reingucken kannst, finde ich jetzt auch nicht so ideal. Man sollte schon irgendwie gucken, dass man ein bisschen Energie nach außen und nach innen reinbekommt und dass man, wie gesagt, durch einfache Umklapparbeiten eine Ebene schaffen kann, wo man bequem drin reisen, schlafen und auch sich bewegen kann. Das würde ich empfehlen. Ford Connect gefällt mir ganz gut. Also nicht direkt umbauen, sondern die Sitze drin lassen und die immer bei Bedarf umklappen, ansonsten als normalen PKW lassen. Würde ich so sehen, ja. Also einfach mit einer guten Isomatte und einem ordentlichen Schlafsack haben wir das auch schon mal im November und Dezember gemacht. Das muss ja nicht unbedingt der komplette Umbau und Ausbau sein. Es soll einfach praktisch sein und mit einer ordentlichen Isomatte und einem guten Schlafsack und Setup, was Belüftung betrifft, absolut empfehlenswert. VW Caddy, Ford Connect, das sind so die Autos, die mir gefallen würden, weil die für auch größere Menschen ausreichend Platz hinten bieten, wenn man die Sitzwänge ausbaut oder umklappen tut. Das ist so mein Feature, das ich mir im Kopf habe, wenn ich nochmal einen Ausbau machen würde. Caddy habe ich immer schon gesehen. Connect, ja. Die haben alle oben immer so ein Fach noch irgendwie auch, ne? Ganz cool. Die haben Seitwärtsfächer, also ich glaube, der Ford hatte Seitwärtsfächer und der Caddy hat vorne Fächer gehabt, wo du ein bisschen, aber nicht so viel Sachen unterbringen kannst. Zumindest deine Geldbeutel, dein Handy und deine Kamera, damit du deinen Fahrzeugschlüssel auch irgendwo in der Früh findest oder in der Nacht, wenn du ihn brauchst. Also so Ablageflächen hat es kleine, aber man kann sie auch durch einfache Bretter, kann man sich da auch Ablagen schaffen. Ja, kann ich ja mal überlegen. Wäre eine nette Idee, weil irgendwie nur mit dem Fahrrad ist auf Dauer wahrscheinlich auch ein bisschen ungünstig. Und die Bahn ist immer unpünktlich. Das ist übrigens ein sehr spezieller Zeltstoff, der kann auch nass werden. Das ist so teuer, so richtig hell. Ah ja, man kann stehen. Ah, genial. Ich wollte doch gar nicht mehr. Ich wollte doch gar nichts mehr mit Campen zu tun haben. Wenn man will, kann man auch den kompletten Reißverschluss unten aufmachen und könnte das ganze Teil Luft reinkommen lassen, dann wäre es richtig hell. Ne? Mach ein Feature hier. Das ist so das Video, was ich immer machen wollte, so als Roomtour mit einem Auto, was ich nie geschafft habe, fertigzustellen. Naja, dann mache ich halt eine Roomtour von einem anderen Auto. Warum auch nicht? So, was ist das jetzt hier? Das ist die Bordelektrik. Hier ist alles quasi, wie kann man sagen, ja, wie beim Wohnmobil, halt eine kleine Bordelektrik, aber hier sind die wichtigsten Verbindungen, das sind die ganzen verlegten Kabel, damit dieses Auto stromtechnisch läuft, ob 230 Volt, 12 Volt oder über USB oder Beleuchtung. Das ist der Wassertank für vorne, für den Küchenbereich, aber eben auch der Mitzulauf für die Außendusche. Die Möbel sind aus dem Schiffsbau, das ist also kein Plastik, sondern das sind auch wirklich aus dem Schiffsbau. Das muss ich sagen, das ist, was mich zum Beispiel überzeugt hat. Die Isolierung ist eine sogenannte Winterisolierung. Ich habe ja da schon mal bei minus 18 Grad auf der Zugspitze mit Standheizung geschlafen. Kannst du nicht motzen. Der Wagen wird nicht kalt, weder am Boden noch an den Wänden. Der sogenannte Ladebooster, den wir brauchen, weil wir vorne in der Beifahrertüre haben wir ja
die große Wohnraumbatterie, eine LiFePO 4 verbaut. Und die wird gespeist entweder übers Fahren oder eben auch übers Solardach. Und hier ist dann der Solarregler nochmal verbaut. Der Kühlschrank mit zwei Fächern mit einem Eisfach noch dazu. Oben rechts ist das Spülbecken und links ist eine zweiteilige Gasplatte. Und du hast eigentlich, wenn du an Landstrom angeschlossen bist, überall Möglichkeiten, USB oder 230 Volt Strom dir zu ziehen. Also schon ein anderer Schnack als mein Versuch, ne? Aber ein Versuch. Das ist die schnelle Sitzbank hier. Auch zu empfehlen, made in Germany. Ich glaube, mittlerweile werden die nicht mehr in diese Autos verbaut. Mittlerweile lässt man, das war auch nicht schlecht, aus Polen Sitzbänke einbauen. Das ist eine dreiteilige schnelle Sitzbank, die wie ein Bett funktioniert. 1,90 lang, 1,20, 1,22 breit. Wenn du einen Topper drauf machst oder einen Matratzenschoner, du schläfst wirklich wie in einem Bett drin. Selbst diese Geschichte ist schön hier. Normalerweise, wenn es nicht so voll ist, ja, musst du wieder zu Hause einfahren. Merkst du, die Verarbeitung ist einfach top. Was zu ist, ist zu. Es wackelt hier nicht viel. Hier ist die Belüftung für den Kühlschrank nochmal. Kaffee, würde ich sagen, oder? Kaffee klingt super. Jetzt verschieben wir mal die Rückbank. Bankdrücken quasi. Weil ich lange nicht im Studio war, machen wir hier heute Bankdrücken. Ich würde dir gerne helfen, aber alles gut. Ich will nicht. So, dann müsste ich mal, du kannst dich hier hinten positionieren, dann zeige ich dir mal, wie ich das bewege. Es wird wahrscheinlich einen Moment natürlich wie immer dauern, bis ich wieder raus bin, das Konzept. Passt. Hallo. Wie man jetzt gut erkennen kann, habe ich meine Dreiersitzbank mit integrierten Kopfstützen. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass du hier wirklich zwei Erwachsene oder drei Kinder mit Sicherheitsgurten unterbringen kannst. Wirklich ganz toll. Ja. Die Sitzposition auf dieser Sitzbank ist auch für mehrstündiges Reisen ausreichend und bequem. Mal angenommen, du kommst jetzt an einen Endpunkt an und möchtest dein Bett herrichten, ist es ziemlich einfach. Wichtig ist, dass du deine Schubfächer zu hast. Dann gehst du her, klappst einmal um, Vorderteil, klappst einmal um, zweites Teil, klappst einmal um, drittes Teil und hast, ja, für zwei Personen mit Topper und Matratzenschoner drauf und deine Bettwäsche eine tolle Schlafmöglichkeit. Und wenn du dann fertig bist, am Morgen das gleiche wieder. Und weil es ein bisschen Kraftarbeit verlangt, aber das hat natürlich auch seinen Vorteil, das ist eben stabil. Und in dem Moment, wenn ich alles an Bettwäsche weg habe, habe ich schon meine Sitzmöglichkeit da. Es waren jetzt, glaube ich, keine 20 Sekunden. Und wenn ich dann sage, ich muss wieder ein bisschen Platz schaffen, kann ich die Sitzbank auch nochmal verschieben, je nachdem, wo ich es mache. Und kann sie für die Fahrt sichern, indem ich natürlich hier ein bisschen mit Facharbeit die Rasten einfahre. Und dann ist die durch die Erdentschienen bombenfest gesichert. Da sieht man auch, hier sind unsere speziellen Markierungen, wo wir was brauchen, wenn wir Fahrräder so transportieren, wie weit die Bank nach vorne geschoben werden muss. Und hier sieht man auch die gute Verarbeitung, das ist das Schöne an der Sache. Ich bin von den Airline-Schienen eigentlich ziemlich begeistert und auch von dieser schnellen Sitzbank. Der Boden ist wirklich gut gedämmt, du kriegst keine kalten Füße. Ja, pflegeleicht und sehr schön verarbeitet. Was ist mit der Kamera los? So, interessante Geschichte mit so einem Auto. Und wie gesagt, vielleicht irgendwann mal so ein kleiner Caddy oder so ein Ford Connect. Irgendwann einfach so, dass ich damit fahren kann, dann hinten ohne großartigen Umbau in dem Auto pennen kann. Das ist mal so ein kleiner Einblick hier in die Camperwelt, wie ich es immer machen wollte, aber jetzt halt am Beispiel vom Gennaro. Zum großen Abschluss der heutigen Roomtour, nicht von meinem Auto, sondern sehe ich das erste Mal, wie ein Dach zusammengefaltet wird. Spannend. Also eigentlich soll das ja ganz einfach sein. Du musst einfach nur von außen filmen, oder? Du musst ja von innen nichts filmen. Ich filme einfach mal von außen so ein bisschen. Zack. Ja, bisher ja schon mal eine Sekundensache, ne? Top. Das war ja genauso schnell und einfach wie Unterhosen wechseln. Nicht schlecht. Zack, weg ist das Dach. Also ganz uninteressant ist, wie gesagt, diese Camper-Sache nach wie vor nicht, aber aktuell nicht.
Also das war eine definitive Werbesendung heute für Ford, für Panama, generell Camping. Und das auf einem Kanal, der sich jetzt nach und nach eigentlich mehr zu einem Lauf und was war eigentlich mit dem Gimbal hier los, sag mal. Und das, wo ich eigentlich viel mehr Lauf- und Fahrradvideos machen wollte, kommt jetzt hier nochmal so ein Roomtour-Werbevideo. Und ich habe da schon eine wirkliche Geschäftsidee für diesen YouTube-Kanal vom Stefan Grämer. Er könnte nämlich auch jetzt hier in seiner Umgebung die Campingplätze abgrasen und verschiedene Camper und ihre Mobile interviewen und Roomtours machen und Tipps und Tricks im Netz einstellen und weitergeben. Und okay. Lost Places auch noch. Ah, das auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, alles. Man soll ja mal das machen, was man zeigen, was man macht. So ist es. 5 Milliarden Abonnenten habe ich ja und jetzt hätte ich gerne 5 Milliarden Kommentare. Was haltet ihr von der Idee, dass ich andere Autos vorstelle? Weil ich habe ja keins mehr. Ich hätte gerne 2 Kugeln Eis, einmal Schokolade und einmal Vanille, bitte. Also, ich wollte mir mal kurz vorstellen, ich bin der Gennaro, Camper aus München, aus Bayern und wir sind jetzt hier oben, machen unseren Sommerurlaub in der Ostsee erstmal, bevor wir nach Dänemark oder Schweden gehen. Der Stefan, den ich ja über YouTube kenne, hat ja schon einige Eindrücke von diesem Bus hier gezeigt, von dem Panama P10 Plus. Da gibt es ja verschiedene Modellbezeichnungen. Wir sind jetzt hier gerade an den Abreisevorbereitungen und jetzt werden mit ein paar kurzen Clips nochmal gezeigt, wie wir jetzt unsere Fahrräder sicher in diesem Bus transportieren und unsere ganzen Kisten, dass wir so geplant alles organisiert hier gepackt haben. Und dazu gehört zum Beispiel als erster Step jetzt auch, wie weit müssen wir die Schlafbank des Innenbereiches nach vorne verschieben, wunderbar über das Schnürle-System, damit wir hinten unsere Räder speziell befestigen können. Und das zeige ich euch jetzt mal in ein paar Steps. Stopp. Plan ist jetzt, dass wir beide Gravel Bikes so hineinbekommen. Da werden die Vorderreifen ausgebaut und die werden dann beide Räder jeweils an so einem Teil speziell konstruiert für die Schienen hier eingespannt und so festgespannt, ohne weitere Befestigungsmöglichkeiten, dass sie wirklich stabil und fest drin stehen und sogar eine richtige Notbremsung überstehen würden, ohne dass sich was bewegt. Also wichtig für alle Leute, die sowas mal machen, mobil ihre Fahrräder transportieren und die Steckachse ausbauen. Diese Steckachse ist mit Vorsicht zu behandeln, das heißt, sie ist leicht eingefettet und sollte niemals jetzt so auf den Boden geschmissen werden. Ja? So, das war so, wie man ein Auto verpackt und wie ein vernünftiger Camper aussieht. Wie gesagt, was ich nie geschafft habe. Ich habe nochmal den Kollegen Gennaro hier für ein paar finale Abschlussworte. Also, ich bin der Gennaro aus München nochmal. Es hat mich gefreut, den Stefan hier kennenzulernen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Eindruck gewinnen, wie man so ein Panama P10 Plus, wie man den so auf- und ablädt quasi, wie man dem Leben tut. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den Stefan fragen oder mich fragen. Campen macht Spaß. Der Norden macht Spaß, lasst es euch gut gehen, bis bald, see you. Ich hätte es auch fast nicht besser sagen können. Das war mal ein anderes Video als sonst. Demnächst stelle ich alle Camper vor, die hier so rumstehen. Moment, da sieht man die. Alle, die hier stehen, die werde ich alle filmen und fragen. In dem Sinne, gute Nacht. Tschüss. Tja, das war's nun wirklich. Der Akku ist auch gleich leer. Bis bald.